Deutschlandfunk, Sternzeit. 29. November. Ernst Klatny und die verspotteten Meteoriten. Vor 265 Jahren kam in Wittenberg Ernst Florenz Friedrich Klatny zur Welt. Nach einer juristischen Ausbildung widmete er sich zunächst Schallexperimenten. Er entdeckte, dass sich lose verteilter Sand auf einer dünnen Metallplatte entlang bestimmter Linien und Muster ansammelt, wenn man die Platte mit einem Geigenbogen oder einer Stimmgabel in Schwingungen versetzt. Die klatnischen Klangfiguren, die er bei Reisen kreuz und quer durch Europa vorführte, bescherten ihm ein gutes Auskommen. Selbst Napoleon soll staunend festgestellt haben, dass dieser Mann Töne sichtbar mache. 1794 veröffentlichte Ernst Klatny seine wohl mutigste und bedeutendste Arbeit mit dem Titel »Über den Ursprung der von Pallas entdeckten und anderer ihr ähnlicher Eisenmassen«. Der Forscher Peter Pallas hatte auf einer Russland-Expedition in einem sibirischen Dorf ein Stück gediegenes Eisen gefunden. Ernst Klatny stellte die damals revolutionäre Theorie auf, dieses Eisen stamme aus dem Weltraum. Die Idee, dass Meteoriten kosmischen Ursprungs seien, verteidigte er, anfangs vielfach verlacht, mit Eifer, berichtet ein zeitgenössisches Lexikon. Noch zu seinen Lebzeiten wurde die Meteoritentheorie allgemein akzeptiert. Ernst Klatny hatte nie eine feste Anstellung und finanzierte sich bis zuletzt durch Vortragsreisen. 1827 ist er mit 70 Jahren in Breslau gestorben. Jeder Meteorit, der auf die Erde fällt, erinnert an die brillante Ahnung des Ernst Klatny.